Willkommen zurück, willkommen zu einem neuen Video. Wir haben hier einen wunderschönen 1er Golf Cabrio. Hier geht es darum, den einmal wieder richtig schön schick zu bekommen, sprich Lackaufbereitung, keramische Versiegelung, Verdeckreinigung, kompletter Innenraum, Neuaufarbeitung und alles und mehr nach dem Intro. Viel Spaß mit dem Video. Ich habe es eben gerade gesagt, wir haben hier einen wunderschönen Golf 1 Cabrio, nicht GTI, Cabrio, Recaro Sportstoffsitze, Verdeck in uniroter Lack, also auch ein Einschichtlack ohne Klarlack eben. Hier geht es ja darum, diesen extrem grauen Lack mit einer richtigen Kombination wieder auf Hochglanz zu bekommen. Wir werden uns also hier so ein bisschen politurmäßig ranschmeißen und ein bisschen experimentieren. Hier geht es auch darum, nicht alle Kratzer zu 100% zu beseitigen, denn dieses Auto ist noch kompletter Originallack, also wirklich komplett unveränderter Originallack. Hier geht es natürlich auch darum, den Lack zu erhalten, möglichst schonend an die Sache ranzugehen, denn ihr wisst selber, wie es ist, eine Nachlackierung heißt Stück weit natürlich auch mal einen gewissen Wertverlust, sprich wir werden hier versuchen, einen guten Kompromiss aus Defektkorrektur und eben einem schönen insgesamten Finish zu finden und zu erzeugen. Und dann heißt es hier auch eine keramische Versiegelung. Wir werden uns hier, ich weiß noch nicht, welche ich drauf mache, auch nicht welche Politur. Das erfahrt ihr jetzt also immer so ein Stückchen weit im Video. Aber ich denke, das wird ein cooles Projekt. Ich laber auch nicht lang rum. Wir gehen direkt ins Voice-Over. Ich zeige euch so ein bisschen jetzt die Ergebnisse und würde sagen, wir sehen uns nachher wieder, ja, wenn es darum geht, welche Beschichtung wir nehmen. Da sind wir wieder. Ich nehme euch so ein bisschen im Voice-Over mit, erkläre einzelne Arbeitsschritte. Ja, Kombination haben wir für das Fahrzeug direkt gefunden. Polytop Diamond 2000 Ultimate Cut und Finish Polytop Reflex Anti-Hologramm Politur. Ich habe mich jetzt für diese beiden entschieden und vor allem rotativ. Wir haben ja schon den ersten Spot gefahren, sprich die halbe Haube und das Ergebnis, das ihr hier seht, also dieses 50-50 Vergleichsbild, ist tatsächlich auch nur nach der 2000er Polytop. Also ihr seht es quasi hologrammfrei. Wir haben ein paar Polierspuren noch drin, aber hologrammfrei. Schon sehr gutes Glanzergebnis und das Finish sind wir im Anschluss nur mit der Reflex gefahren. Aber dafür, dass das Ergebnis, was man hier im Video sieht, mit einer Politur entstanden ist, die in der Lage ist, einen 800er Schliff zu entfernen, also eine richtig gute Heavy-Cut-Politur, denke ich, kann sich das sehen lassen. Wie gesagt, hologrammfrei und schon ein vergleichsweise gutes Finish. Sprich, wir haben es natürlich im Nachhinein viel, viel einfacher, da ein vernünftiges hologrammfreies Finish zu zaubern. Ich fahre jetzt hier oder poliere hier gerade den Rest. Ich nehme jetzt speziell für dieses Fahrzeug Cutting Pads in der Farbe Rot. Jetzt zum Beispiel von Sonax die Polierpads. Hat einfach den Grund, nimmt mal ein weißes Pad und versucht die rote Farbe wieder rauszukriegen. Also die sehen natürlich danach aus wie, ja, ich glaube ihr wisst, was ich meine. Ist natürlich viel entspannter. Bei Rot sieht man das einfach nicht, wenn die roten Pads noch roter werden. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wichtig auch hier, Politur lange ausfahren. Das ist tatsächlich jetzt auch auf diesem alten Lack problemlos möglich. Ich wollte jetzt hier nicht unbedingt ein Fell oder ähnliches verwenden, was noch aggressiver ist. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Es ist nicht die Zielsetzung, sämtliche Defekte zu 100% zu entfernen, sondern ich möchte hier ein gutes Ergebnis für ein Fahrzeug erzielen, das noch Originallack hat, das 30 Jahre alt ist und das einfach die letzten 20 Jahre niemals, also der Besitzer hat es ganz stolz erzählt, keine Pflege erfahren hat, sondern wirklich nur Waschanlage, zwar gefahren und bewegt, aber nur Waschanlage und keine Politur oder ähnliches und ich glaube, man hat das einfach gesehen. Parallel machen wir den kompletten Innenraum. Wir reinigen die Polster hier mit einem meiner Lieblingsreiniger
Sonax Multistar kann man auch sehr gut jetzt für Polsterreinigung und Textilreinigung verwenden. Ich kann euch sagen, die Polster hatten es nötig. Die waren durch das Alter einfach schon mehr grau als schwarz. Komplett Polster vorne, hinten mit Bürste kurz ins Textil einarbeiten, dass der Reiniger effektiv wirken kann und dann mit dem Sprühextraktionsgerät absaugen. So haben wir den kompletten Innenraum behandelt und auch die Kunststoffe haben wir mit dem Sonax Multistar behandelt, sprich schön mit dem Pinsel eingebürstet und einfach gereinigt und dann im Anschluss eine vernünftige Kunststoffpflege aufgetragen. Glaubt mir, es hat richtig gut geknallt. Absolut. Gut, ich parallel natürlich, während der Innenraum behandelt wird, mache ich mich weiter ans Heck. Ich fahre meistens so, dass wenn ich so ein Auto wie hier poliere einfach, dass ich immer im Prinzip erstmal einen Arbeitsgang abschließe. Sprich, ich cutte ein Fahrzeug durch, komplett und fahre im Anschluss das Finish. Also es ist nicht so, dass ich jetzt Bauteil erst cutte, dann finische, sondern wirklich immer einen Arbeitsgang vollenden. Ja, und ich glaube auch auf der Heckklappe, man sieht das 50-50 sehr, sehr gut. Dann, ja, hier sind wir wieder. Wir fahren jetzt das Finish. Finish machen wir, wie gesagt, oder wie versprochen, mit der Polytop Reflex. Auch hier rotativ auf einem weichen Pad. Ja, und mir war hier auch, muss ich sagen, ein rotatives Finish wichtig, weil ich glaube, dass es auf dieser Farbe einfach wirklich sehr gut rüberkommt. Es ist halt ein Unirot und ja, glanzmäßig. Werdet ihr am Ende des Videos sehen. Ich empfehle euch, bleibt wirklich dran. Ganz zum Schluss kommt die Finish-Aufnahme. Ganz zum Schluss, bleibt bis zum Schluss dran. Ich denke, das wird sich lohnen. Ist wirklich gut geworden. Ja, hier auch nochmal auf der Frontschürze ein kurzer Cutting-Vergleich und wer es gesehen hat, der Kühlergrill war auch schon zur Hälfte mit der Hand einmal poliert. Wenn nicht, spult nochmal zurück, guckt es euch nochmal kurz an. Ja, ansonsten noch ein paar Feinheiten, bevor wir dann schlussendlich ans Entfetten gehen. Die Klassiker, ich habe die Sticks schon mal erwähnt, verwende ich jetzt auch hier, um einfach wirklich in jeder Popelecke zu popeln. Ja, auch hier hervorragend geeignet, weil hier natürlich auch so ältere Fahrzeuge in jeder Ritze. Da, wo man nicht poliert, die Stellen bleiben grau, diese Stellen wird man sehen. Hier ist es also besonders wichtig, wirklich alles zu erwischen. Geht mir den Sticks sehr gut, habe ich wie gewohnt in der Videobeschreibung verlinkt. Werdet ihr im späteren Verlauf des Videos nochmal sehen oder beziehungsweise nochmal sehen. Ich habe mich jetzt hier fürs Entfetten mit dem Sonax Prepare entschieden. Ist für Oldtimer-Lacke, Einschichtlacke, wo kein Klarlack drüber ist, extrem gut geeignet. Isopropanol wäre jetzt hier zu hart. Mit Isopropanol hätte ich mir den Lack neu verkratzt. Geht mit dem Prepare von Sonax ausgezeichnet und vor allem wollte ich im System bleiben. Aber da kommen wir gleich dazu. Jetzt im Anschluss mehr. Überlegen habe ich mich jetzt für Sonax CC Evo entschieden, zusammen eben mit dem Basecoat. Liegt daran, dass ich, was Oldtimer angeht, mit dem Evo extrem gute Erfahrungen gemacht habe und die Verarbeitung super unproblematisch ist. Also sehr, sehr einfach. Ich habe vor allem, greife ich mir mit den Lösemitteln, die hier drin sind, auch den Lack halt eben an. Sprich, ich habe da nicht am Ende des Tages so ein rotes Pad, sondern die Verarbeitung ist super unkritisch. Und vor allem, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist am Ende dieser Nass-Look auf diesem Rot, den das Evo erzeugt. Also das kann ich mir super vorstellen und ich glaube, das kommt schon richtig gut. Ich weiß, auf dem Stinger hat das Evo nicht gehalten, ich habe es schon mal gesagt, aber auch nur auf der Haube, auf dem Rest, das ist jetzt auch schon wieder 3 Wochen her, dass ich das Auto gewaschen habe, performt das heute noch wie eine 1. Ich glaube, es lag einfach am Lack und an der Haube. Ich werde es auf dem Stinger auch nochmal neu auftragen. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt auch mal ein paar Kunden angerufen, die das jetzt eben drauf haben. Die sind alle seit über einem Jahr happy. Also für mich ist das jetzt kein Ausschlusskriterium, sondern wir werden es auf den roten hier auch wieder drauf machen. Und vor allem, wie gesagt, diesen Nass-Look und auch diese Lackglätte, die das Evo erzeugt, ist halt schon Mörder. Das heißt, hier kommt das Evo drauf und ich bin gespannt, wie der Nass-Look sich schlägt. Wir werden auch wirklich alles beschichten. Wir werden die Kunststoffe machen. Wir werden die Gummis zwar nicht, aber die Kunststoffe, Kühlergrill, Frontschürze, Türgriffe, Tankdeckel, das alles einfach, dass die Kunststoffe nachhaltig auch ein bisschen geschützt sind. Die Gummis werden wir jetzt gleich noch einpflegen und dann heißt es eigentlich nur noch Scheiben putzen und fertig. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ja, vorne wird parallel der Grill bearbeitet. Ihr seht das, das nennt man Arbeitsteilung. Wie gesagt, Sonax CC Evo zählt immer noch zu meinen Favorite Coatings. Mir war wichtig, ich wollte jetzt hier speziell natürlich auf dem Fahrzeug einen langen Schutz, sprich
eignet sich eine Keramik logischerweise am besten. Gleichzeitig wollte ich aber auch extrem Nassglanz. Und das muss man sagen, kann das Evo einfach auf eine echt abartige Weise. Es entsteht halt wirklich durch diese Fluidschicht, durch diese dritte Layerschicht, die dieses Produkt innerhalb der Aushärtephase bildet, ein extremer Nassglanz. Und ich glaube einfach, auf diesem Rot kommt das extrem gut rüber. Und wenn ihr die Finish-Bilder zum Schluss seht, und ich empfehle wirklich, bleibt zum Schluss dran, dann werdet ihr das sehen. Ich habe alle Produkte, die ich jetzt auch in der Aufbereitung verwendet habe, unten in der Videobeschreibung verlinkt, sprich Polituren, Beschichtungen, die Sticks, alles Mögliche. Schaut mal in den Onlineshop vorbei, vielleicht ist für den einen oder anderen was dabei. Das Evo ist im Übrigen für solche Fahrzeuge sehr gut geeignet, denn ich kann tatsächlich 2-3 Bauteile auf einmal mit dem Glosscoat im Speziellen machen, ohne dass es in irgendeiner Form schmiert oder ich Farbe auch abtrage. Ihr kennt das ja, wenn ich zu lösemittelhaltige Beschichtungen verwende, trage ich auch immer ein bisschen Lack mit ab. Ich ziehe mir quasi Beschichtungsspuren in die Lackierung rein und das wollte ich einfach verhindern. Und das geht durch die milden Lösemittel vom Evo gut. Also eignet sich hervorragend für Oldtimer. Auch hier, ich beschichte alle Kunststoffteile mit den Tankdeckel, Türgriffmulden und vor allem auch die C-Säulen. Ihr habt es gesehen, einfach, dass das wirklich ein einheitliches Bild ist. Und vor allem, ich wollte einfach auch einen langen Schutz. Ich wollte nicht, dass ich eine Pflege drauf mache, der Lack lange rot bleibt, aber die Kunststoffteile nach einer Zeit ausbleichen. Geht im Übrigen, weil mich das viele fragen, mit dem Evo hervorragend. Sprich, ich kann auch speziell mit dem Glosscoat, da es eine richtige Keramik ist, Kunststoffteile damit versiegeln. Und auch hier meine Lieblings-Detailing-Begleiter aktuell, die Sticks. Gerade für solche filigranen, feinen Stellen hervorragend geeignet. Gut, dann kommen wir zu den Beschichtungen bzw. Gummiteilen im Anschluss. Hier habe ich mich für das Nanolex Tire & Rubber Restorer entschieden. Einfach, weil ich mich hier, wie gesagt, mich für eine Pflege entschieden habe und mir der Look gefällt, den das auch erzeugt. Es wird halt wirklich tiefschwarz. Nicht ultimativ glänzend, aber tief schwarz. Es hat einfach hier zu dem Look vom Fahrzeug gepasst. Ich habe dieses extrem satte, knallige Rot verbunden mit den natürlich schönen schwarzen Gummiteilen. Und vor allem ist es auch eine richtige Pflege, die meiner Meinung nach auch länger hält. Ja, und so gehen wir einmal um das Fahrzeug rum und glaubt mir, dieses Fahrzeug hat wirklich viele Gummiteile. Meint man nicht, ist aber tatsächlich schon nicht so. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich für meinen Teil glaube, der ist wirklich gut geworden. Sieht hier in der Sonne tatsächlich so ein bisschen aus wie neu lackiert. Natürlich ging nicht jeder Kratzer raus, aber das Gesamtergebnis ist sehr gut für das Alter, für die Authentizität dieses Fahrzeuges. Also insgesamt glaube ich, eine sehr schöne, runde Sache. Wie gesagt, ist sehr gut geworden. Ihr seht es wieder, das Rot ist wieder strahlend glänzend. Und ich kann euch ja sagen, dass die Verarbeitung vom CC Evo hier drauf super gut war. Also sehr entspannt. Ich konnte teilweise ein halbes Fahrzeug mitmachen. Also gerade für ältere Fahrzeuge, kann ich schon mal sagen, ist die Versiegelung sehr gut geeignet. Ja, ansonsten hoffe ich, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Finish-Binder habe ich jetzt davor oder danach angezeigt. Eins von beiden gedreht sind sie. Und in diesem Sinne hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt eure Meinung zu dem Projekt und zu dem Fahrzeug mal unten in die Kommentare. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Ja, macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.